Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Siebenkotten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gerade wurde im Zusammenhang mit dem Dominoeffekt von müssen gesprochen. Bei mir ist es ein dürfen. Ich wäre sowieso da gewesen wegen der Themen und umso schöner natürlich die eigene Meinung auch dazu sagen zu können. Wer heute sein Hab und Gut mit anderen Menschen teilen möchte, der kann das in der Tat auf einmal mit einem Klick tun. Kleider, Bücher, Autos, Wohnungen können genauso geteilt werden mit Menschen, denen man nie begegnet ist, wie man das früher in der Nachbarschaft gemacht hat. Und das ist eine großartige, auch eine faszinierende Seite des Netzes, passt ein bisschen zu dem, was sich viele mal vor 20 Jahren auch versprochen hatten, was das Internet bringen würde. Aber wenn sich die Sharing Economy nur auf das begrenzen würde, nämlich die alte Nachbarschaftshilfe zu digitalisieren und sie vielleicht auf ein paar neue Güter zu begrenzen, dann wäre sie wahrscheinlich nicht Thema des 5. Deutschen Verbrauchertags geworden, sondern es geht natürlich um mehr. Es geht nicht nur um Tools, mit denen man Dinge einfacher organisieren kann, also so, man sitzt nicht mehr eine halbe Stunde nach dem Elternabend zusammen, sondern es wird über Doodle abgeschlossen. So etwas zu machen, um Gartengeräte zu leihen oder die Bücher in der Stadtteilbibliothek, sondern wir unterhalten uns natürlich auch längst über Internetgiganten, die eine ganzen Geschäftsbereiche revolutionieren, für sich erschließen wollen, mit ganz anderen Wachstumsgeschwindigkeiten, mit anderen Renditeerwartungen, als wir das in der Vergangenheit hatten. Die weltgrößte Hotelkette hat keine Betten mehr, das größte Taxiunternehmen hat keine Taxen mehr, das größte Kaufhaus hat keine eigenen Waren mehr an der Stelle, wenn man mal nur drei solche Marktführer nennt. Und es sind ja durchaus auch weitere Branchen schon im Blick, wo man sich nachfragen kann, werden deren Marktführer in wenigen Jahren eigentlich noch über eigene Ressourcen verfügen oder sind sie die Vermittlerinnen und Vermittler solcher Dienstleistungen und Warentransporte? Das heißt, man muss selber nichts mehr besitzen, man muss Menschen miteinander vernetzen. Das ist die neue Revolution, die natürlich auch mit ganz anderen Geschwindigkeiten stattfinden kann. Oft sagt man ja, das, was die Plattformen machen, entspricht so ein bisschen den Hidden Champions, die wir in der deutschen Wirtschaft immer kannten, Herr Professor Haukap, die immer versuchen, die ganze Welt direkt als Markt zu sehen. Aber wir unterhalten uns natürlich über andere Größenordnungen, nicht über Nischenmärkte, sondern tatsächlich um dann einen umfassenden Anspruch. Und in der Tat fragt man sich auch bei dem einen oder anderen, was wir mit dem riesigen Datenschatz, den er in dieser Wirtschaft anhäuft, eigentlich später an weiteren Dienstleistungen, vielleicht kann man sogar von Marktmachtübertragungen an eines Tages sprechen, anstellen wird. Zunächst hat die Sharing Economy sehr große Versprechen und durchaus auch Vorteile, die man unmittelbar sehen kann für die Verbraucher und Verbraucher, auch für die Umwelt. Was Menschen gemeinsam benutzen oder leicht aus zweiter Hand, muss nicht noch einmal hergestellt werden. Also Ressourcenschonung. Sie ist oft günstiger, als selber zu kaufen. Und zumindest alle die, die nicht unter unmittelbarer materieller Armut leiden, wissen, wie das aussieht, wenn man mal in den Keller eines Hauses oder in die Abstellkammer oder in die Regale sieht, wie viele Dinge, die man für dringend notwendig gehalten hatte, man gekauft hat und ein-, zweimal verwendet hat an der Stelle. Also günstiger auch. Und es ist in der Tat, Klaus Müller hat es vorhin am Beispiel erwähnt, oft auch persönlicher mit Menschen in Kontakt zu kommen, ganz anderes zu erfahren, wie man das zumindest, solange man noch U30 war, gerne auch gemacht hat. Und jetzt überträgt man das vielleicht als gewachsene Gesellschaft der Best Ager oder Silberrücken oder wie wir immer, welche Euphemismen wir gerne verwenden, dafür älter zu werden, auch auf den neuen Bereich. Aber ja, wir müssen uns auch um die Nachteile, um die Risiken kümmern, die sich andeuten, die schon sichtbar geworden sind in einzelnen Fällen, weil es uns natürlich darum geht, dass manche dieser Geschäftsmodelle auch deswegen günstig und erfolgreich sind, weil sie es bei Verbraucherschutz, Arbeitnehmerrechten und anderen Vorschriften nicht ganz so ernst nehmen, sie umgehen und sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen herkömmlichen Anbietern oder auch digitalisierten Anbietern, die aber diese Regeln ernster nehmen. Es gab ja diese Debatte zum Beispiel in dem Bereich der sozialen Netzwerke, um jetzt nicht Sharing Economy, also wer hat Datenschutz praktiziert, wer nicht und wer konnte dann mit Vorteilen antreten. Also die Frage, die auf jedem der bisherigen 4 Verbraucher
Tage diskutiert wurde, stellen sich auch in dieser Geschäftsmodellen, in dieser Wirtschaft neu. Wie können wir die Belange der Verbraucherinnen und Verbraucher schützen? Wie stellen wir sicher, dass Gewinne nicht zulasten der Verbraucher oder auch der Arbeitnehmer gemacht werden? Wann ist der Punkt erreicht, wann der Staat eingreifen muss? Aber eben auch, wie fördern wir Innovation und Wettbewerb? Denn wir wollen ja keine Schutzzäunchen um bestehende Industrien, um bestehende Dienstleistungen errichten, sondern auch diese motivieren, mit guten Produkten, mit guten Dienstleistungen, mit auch ganz neuen Dienstleistungen an die Verbraucherinnen und Verbraucher heranzutreten. Über diese Kehrseite haben wir in der Tat gesprochen, als damals und besonders prominent gesprochen, als Uber das amerikanische Geschäftsmodell 1:1 auf Deutschland übertragen wollte. Fahrer, private Fahrer ohne Vorbereitung, die für Versicherung, Benzin, Steuern selbst aufkommen mussten, die zu Werten gearbeitet haben, die ich zumindest als Selbstausbeutung auch bezeichnen würde, also weit unterhalb von dem, was im Bereich eines gesetzlichen Mindestlohnes liegt. Und natürlich war von vornherein nicht klar, wie sieht es denn mit dem Versicherungsschutz aus? Ich erinnere mich noch an die Gespräche im Ministerium. Irgendwann wurde dann klar, dass zumindest der Insasse geschützt ist beim ersten Unfall, dass es dann aber eben zulasten von Fahrerin oder Fahrer sehr schnell gehen kann. Und natürlich die Frage, ob es nicht so eine Möglichkeit des Rosinenpickens auch gibt, nämlich dann, wenn die Nachfrage groß ist, auch mit Geld abzuschöpfen, aber den Versorgungsanspruch, dass eben auch nachts zu einer bestimmten Uhrzeit, dass auch die Fahrt zur Dialyse oder Ähnliches zu einem festen Preis geleistet wird, ob das danach noch erhalten ist. Auf dem Wohnungsmarkt, es ist heute Morgen schon mal angesprochen worden, zumindest in den Ballungszentren, das sind ja die, die uns Sorge machen auf der Verbraucherseite, das sind ja nicht die demografisch schrumpfenden Gebiete, wo wir diese Sorgen haben, gibt es Probleme. Über 6.000 Wohnungen sollen es alleine in Berlin in beliebtesten Wohnlagen sein, die über so etwas angeboten werden. Die tageweise Vergabe an Touristinnen und Touristen scheint wesentlich attraktiver zu sein als eine Miete. Und das kann durchaus ein treibender Faktor für diese Preisanstiege sein. Ich habe vorhin selber berichtet, dass ich bei einem bekannten Anbieter, der heute auch mit auf dem Podium war, so eine Ferienwohnung für meine Familie in Berlin anmieten wollte, bis ich eine Woche vorher herausstellte, dass der Vermieter gar keine Ahnung davon hatte, dass sein Mieter wiederum weitervermietete, und zwar nicht ein Zimmer unter, sondern die gesamte Wohnung an der Stelle. Oder das Beispiel, das vor zwei Wochen hier in Berlin oder durch Twitter ging, von der Frau, die unter Eigenbedarf gekündigt wurde und kurze Zeit später ihre Wohnung als Ferienwohnung angeboten sah, also auch durch eine Umgehung von bestehenden Regeln. Die Anbieterinnen und Anbieter gehen natürlich eigentlich genauso professionell in bestimmten Fällen vor wie Hotels, verdienen also gut Geld mit einem solchen Angebot. Oft das Mehrfache von dem, wenn sie selber Mieter, noch nicht mal Eigentümer sind, an fester Miete bezahlen, zahlen aber kaum Steuern. Die Stadt New York, also da, wo es mit Airbnb durchaus mit angefangen hat, hat mal von einer illegalen Quote von 72% gesprochen. Die digitale Wirtschaft ist ein Wachstumsmarkt. Und wir versuchen auch, das an Rahmenbedingungen zu schaffen, rechtlichen Infrastruktur, um das zu beschleunigen. Die Start-up-Kredite, wo der Staat noch mal unterstützen kann, zusätzlich zu anderen Fragestellungen in Höhe von 500 Millionen. Und natürlich die Unterstützung wollen wir denen geben, die innovativ sind. Ich habe das Stichwort Innovation, Wettbewerb schon genannt. Angebote, die auf Kosten von Sicherheit, Verbraucherrechten oder fairer Bezahlung gehen, sind aus meiner Sicht nicht fortschrittlich. Rechtsbruch ist keine innovative Geschäftsidee. Recht und Gesetz sind keine altmodische Frömmelei. Sie sind Garanten für Gerechtigkeit. Das gilt auch in der digitalen Welt. Zwar treten sich in der Sharing Economy jetzt nicht Verbraucherunternehmer im klassischen Sinne gegenüber, wobei man mit der Abgrenzung durchaus fragen kann, wie das der Fall ist, sondern oft auch zwei Privatpersonen. Aber dazwischen ist natürlich ein Unternehmen, das diese Kontakte herstellt. Und ich glaube, dass diese Vermittler, diese Plattformen, vorhin wurde ja in einigen der
Tweets auch von dem Plattformkapitalismus gesprochen, also diesem Begriff, den wir verwenden, der ja auch die Frage auslöst, wie eigentlich Wettbewerbsrecht auf sowas heutzutage reagieren muss, Herr Professor Hauker. Die können nicht so tun, als hätten sie mit diesen Geschäften eigentlich nichts zu tun. Reicht es aus, den Anbieter darüber aufmerksam zu machen, dass seine Wohnung legal angeboten werden muss? Reicht es aus, hinzuweisen, wie man eine Versicherung darstellen muss? Und ist in der Tat mit dem Bild von Verbrauchern und Verbrauchern davon auszugehen, dass die über alle rechtlichen Fallstricke Bescheid wissen? Oder müssen die Regelungen nicht zumindest so sein, dass man auch im Vorübergehen mit gesundem Menschenverstand eigentlich sicher eine solche Dienstleistung oder Produkt nehmen kann? Und für mich gilt, wer mit solchen Geschäften Gewinne einfährt, und das tun die Plattformen und durchaus in höheren Renditen oft als herkömmliche Unternehmen, der muss auch Mitverantwortung tragen, vor allem dann, wenn die Plattformen oft viele, viele Vorgaben machen, wie diese vermittelten Dienstleistungen, die vermittelten Geschäfte aussehen, damit es eben auch einen Wiedererkennungswert gibt. Ich spreche davon, dass zum Beispiel Bezahlformen vorgegeben werden, dass Auftreten vorgegeben wird, dass Verhaltensformen, Angebote vorgegeben werden. Das, was mal früher in der Debatte über Scheinselbstständigkeit in Deutschland oft auch ein Unterscheidungskriterium war und bei dem Gerichtsverfahren des kalifornischen Gerichtes vor kurzem ja auch dazu geführt hat, dass ein solcher Anbieter eigentlich als Arbeitnehmerin in dem Fall eingestuft wurde. Aus meiner Sicht ergeben sich für die Politik jetzt drei Aufgaben. Erstens, ja, wir müssen den Markt beobachten, um zügig auf neue Entwicklungen reagieren zu können. Zweitens, wir wollen die neuen Angebote zum Anlass nehmen, kritisch zu prüfen, ob wir wirklich die Gesetze und Verordnungen brauchen, die bislang das Ganze reguliert haben, oder ob wir Platz für Innovation und Wettbewerb schaffen sollen. Wir müssen aber auch durchsetzen, dass die Vorschriften, die gut und richtig und wichtig sind, nicht durch solche Geschäftsmodelle unterlaufen werden. Wir wollen, dass auch die Sharing Economy sich an Standards hält, die für unsere Gesellschaft entscheidend sind. Für die erste Aufgabe, und so viel muss auch an den Gastgeber geben, haben wir natürlich als Unterstützung die Marktwächter gegründet an der Stelle. Denn die Marktwächter helfen uns, den Markt aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher zu analysieren, zu beobachten. Das ergänzt das, was wir aus rechtlicher Betrachtung tun. Und wir wollen diese Fehlentwicklungen schnell erfahren, um eben zu sehen, ab wann beginnt etwas durchgreifende Bedeutung für Verbraucherinnen und Verbraucher zu haben. Gleichzeitig können die Marktwächter dann noch, bevor wir rechtliche Regelungen machen, zielgerichtet die Verbraucherinnen und Verbraucher über Probleme, Nachteile und Dinge, auf die Sie achten sollten, informieren. Auch an der zweiten Aufgabe arbeiten wir bereits, also die Fragestellung, welche Regelungen, welche Gesetze sind eigentlich noch richtig und welche nehmen zum Teil Innovation weg. Vorhin sind die Beispiele schon genannt worden, ist eine Ortskundeprüfung in Zeiten von Navigationssystemen, ist der fest eingebaute Taxameter, um in dem Bereich mal zu bleiben, eigentlich noch richtig, wenn eine App nicht nur genauso nachprüfen kann, sondern sogar noch nachprüfen kann, ob denn nicht nur die Strecke so gefahren ist, sondern ob auch noch die richtige Strecke gefahren ist an dieser Stelle. Ist das noch richtig mit dem Rückkehrverpflichtung für Mietwagen? Oder wäre es nicht schön, wenn das Rockkonzert in der Vorstadt ist, dass dort auch die Mietwagen und Taxen aus der großen Stadt die Gäste abholen können und nicht nur drei dort stehen, wenn dann das Konzert zu Ende ist. Alle solche Sachen kann man überprüfen, das gilt auch für andere Bereiche. Beim dritten Punkt der Rechtsdurchsetzung gilt, wir wollen darauf achten, mit Behörden und Gerichten und hoffentlich in der Tat auch immer wieder mit kollektiver Rechtsdurchsetzung, ich glaube, das wird etwas sein, was in unserem Recht stärker wird, dass Rechtsbruch sich nicht auszahlt und nicht Schule machen kann. Und am Beispiel von Uber sieht man, dass ein solches Verfahren auch schnell zu Verbesserungen führen kann. Denn das neue Angebot, das in der Tat die Fahrer versichert und auf den Job vorbereitet, ist ein Gewinn für die Mitarbeiter und Mitarbeiter dort und kann auch einen Vorteil für die Fahrgäste zeigen. Sie zeigt vor allem, die Branche ist anpassungsfähig. Wenn man eine klare Vorstellung von Regulierung hat, von Rechtsetzung, passt sie sich mit ihren Geschäftsmodellen auch an. Und wenn wir dann es gut machen, vermindern wir die Risiken, schaffen wir die Nachteile ab und ermöglichen Innovation und Wettbewerb.
Und deswegen wollen wir sowohl den neuen Angeboten als auch den alten den Platz geben, sich anzupassen. Das ist immer schwierig, solange noch nicht feststeht, wie der Markt sich eigentlich entwickelt. In der Tat, wir sind natürlich mit unseren Prozessen langsam. Nicht, weil die Politikerinnen und Politiker immer alle so langsam denken, hoffe ich zumindest nicht, sondern weil wir sowas machen wie Beteiligungsverfahren an Gesetzen. Dass wir mal zuhören, dass wir sie zur Diskussion stellen, dass wir Anhörungen machen, dass wir die Länder beteiligen, dass wir bei der Europäischen Union notifizieren, dass wir uns vielleicht auch mal anschauen, ist es richtig, das noch national zu regeln oder wollen wir es nicht direkt europäisch regeln? Das geht sicherlich schneller, als aus einer Datenanalyse digital eine neue Dienstleistung auf den Markt zu werfen. Wir haben das gesehen übrigens auch beim Finanzbereich, beim Kleinanlegerschutzgesetz. Und auch wenn ich persönlich die Debatte, wenn Herr Wetzlaff noch da ist, mit den Abgeordneten spannend finde, möchte ich schon darauf hinweisen, dass auch das Ministerium schon Ausnahmeregelungen für kleine Anbieter aus dem Bereich Crowdsourcing dargelegt hatte, weil wir das durchaus für eine smarte Regulierung halten, was wir gemacht haben, weil wir natürlich gesagt haben, das, was wir mal in der analogen Welt entwickelt hatten für Finanzprodukte, muss in einer digitalen Welt, wo ich nicht meine ganze Altersvorsorge investiere, sondern nur einen kleinen Teil. Wir haben hier ein Beispiel, wo es zum Beispiel 1.000 Euro Anlagesumme eine solche Grenze ist, dann kann man auch mit anderen Methoden arbeiten und beobachten, ob der Markt sich danach auch in einer positiven Richtung entwickelt. Dass wir aber nicht zwischen analog und digital einfach unterscheiden konnten, hat sicherlich so ein Beispiel wie Procon, wo also ein kleines Unternehmen mit einer geschickten Marketingkampagne, die an Gefühle appellierte, die durchaus Nudging auch verwendet hat, ne, eine bestimmte Richtung zu schieben, gezeigt, wie schnell man die Menschen in solche Investitionen auch bekommt. Das heißt, wir haben uns um etwas, was gerade mal so 2-3 Jahre in Deutschland auf dem Markt überhaupt eine Relevanz hat, durchaus schon mit Regeln gekümmert. Aber ich glaube, es ist etwas herausgekommen, was nicht erdrückt, sondern was Verbraucherinnen und Verbraucher schützen wird. Das ist der richtige Weg. Keine unnötigen Vorschriften, die neue Geschäftsmodelle behindern. Aber wir wollen auch in Zukunft unsere sozialen Standards und unsere Verbraucherrechte durchsetzen. Bewusst kalkulierten Rechtsbruch werden wir nicht dulden. Dafür gilt auch ein Level Playing Field zwischen den verschiedenen Anbietern, um einen solchen englischen Begriff heranzunehmen. Regulierung, das ist durchaus ein verpönter Begriff, den kann man auch herausstellen. Das ist ja auch im Titel des nächsten Vortrages, ist ja schon so als Reibepunkt zumindest drinnen an der Stelle bei Herrn Professor Haukapp. Und der natürlich darstellen soll, dass nicht eine Regulierungswut, also nicht die Angst vor dem Neuen, das Ganze bestimmen soll, sondern der Wunsch, aus technischem Fortschritt auch gesellschaftlichen Fortschritt zu machen. Und so hat das Internet ja mal vor 20 Jahren begonnen. Ich durfte es damals bei Fraunhofer für den Vorstand auch erste Einschätzungen, wohin es denn führen sollte, dieses neu eingeführte Protokoll, das World Wide Web, schreiben. Ich weiß seitdem, dass ich mich als Orakel nicht so gut eignen würde. Das Einzige, was ich einigermaßen richtig vorhergesagt habe, war Wikipedia, aber andere Vorstellungen, also sowas wie diese Vernetzungsplattformen, waren natürlich nicht Bestandteil. Ich stellte mir eher große wissenschaftliche Arbeiten vor, die mit Unterabschnitten verteilt wären. Spannend, aber es zeigt, was sich in diesen 20 Jahren entwickelt hat. Was wir aber alle glaubten, war ein freier Raum, kreativ, von vielen Einzelnen bestimmt. Natürlich ist Internet heute nicht nur Big Data, es ist Big Money. Statt Vielfalt haben sich Monopole herausgebildet. Manche versuchen sogar, ein Internet im Internet zu bilden, gar nicht mehr herauskommen zu lassen, gar nicht mehr den Blick auf alles anzubieten. Und natürlich diese unkontrollierte Freiheit, die viele sich gewünscht haben, kann in eine digitale Überwachung ausarten. Und es sind Errungenschaften, für die wir bei Verbrauchern und bei Arbeitnehmern gekämpft haben, natürlich in Gefahr, wenn ich nicht mehr das Normalarbeitsverhältnis in Anführungsstrichen habe, sondern aus Häppchen, die digital zusammenkommen. Ich fahre ein bisschen, ich vermiete ein bisschen, ich nehme eine kleine Arbeit an, ich klicke mal für 10 Euro mich durch einen Test durch, den ich für jemanden mache, ein paar Stunden. Wie sieht eigentlich unsere Arbeit 4.0 auch aus an der Stelle? Der Verzicht auf Regulierung, das muss ich natürlich jetzt zum Schluss sagen, wäre der völlig falsche Weg. Wir sollten lernen und auch heute auf die Stärke des Rechts setzen, weil die Alternative wäre das Recht des Stärkeren. Recht ist keine Gefahr für die Freiheit. Sie macht Freiheit erst möglich. Und da zitiere ich zum Ende nochmal
Cicero, er sagt, wir sind ans Recht gebunden, um frei zu sein. Vielen Dank.